So, wenn dann jetzt auch diese Folie weitergeht. Wer bin ich und warum mache ich das? Das ist die Katrin. Das wäre jetzt eure Referentin gewesen für heute Abend, wenn nicht dort das Internet komplett ausgefallen wäre. Die Katrin ist bei uns Auszubildende beim Sportbund Rheinland und unsere Social Media Managerin. Sprich, sie ist im Hintergrund das Gesicht, wenn ihr die allermeisten Nachrichten auf Facebook lest, wenn ihr viele Nachrichten auf Instagram lest und wenn ihr euch die Videos in YouTube oder auf YouTube anschaut, dann seht ihr auch ganz zum Schluss auch immer die Abschlussfolie in unseren Videos, die da nämlich heißt, meistens ist es die Kamerafrau und auch die Schnittfrau, die Katrin. Manchmal ist die Katrin bei unserem Sporttipp zum Beispiel auch vor der Kamera. Also sie ist an der Stelle, was die Social-Media-Geschichten angeht, bei uns eine absolute Fachfrau. Hat unter anderem, damit ihr auch den Bezug zum Sport auch nochmal ein bisschen seht, Übungsleiterlizenzen im Breitensport und auch eine Trainer-C-Lizenz im Fußball. Ja, nebenbei ist sie auch noch, das verrate ich jetzt mal an der Stelle, ich glaube, es ist ja nichts verboten, die spielt zweite Bundesliga Damenfußball bei der SG 99 Andernach. Also fast Profi, würde ich sagen, und haben leider aufgrund der Corona-Krise ja die Saison abbrechen müssen. Vorteil für die SG 99 an der Stelle, die haben die Liga gehalten. Also Corona hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Und die Katrin spielt auch nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga der Frauen. Gut, gehen wir mal in die Inhalte rein, was wir heute geplant haben. Wir wollen euch einen Überblick geben, einfach ganz kurz, was ist denn überhaupt Social Media? Was ist der Hintergrund dazu? Und dann die Social Media im Überblick zu geben. Dafür eben auch die kurze Abfrage von euren Dingen, die ihr nutzt, die ihr gerade eben mir genannt habt, welche Social Media ihr ja im täglichen oder vielleicht im wöchentlichen Gebrauch habt. Wir wollen euch die Nutzung und die Ziele der einzelnen Social Media vorstellen. Eben dann mit den weiteren Fragen, was sind die unterschiedlichen Schwerpunkte der Social Media, also der einzelnen, und welches Netzwerk ist in welcher Zielgruppe besonders angesagt. Und zum Abschluss eine kleine Folie mit entsprechenden Tipps. Ja, wir haben uns mit dem Thema Social Media beschäftigt und überlegt, was ist denn erstmal wichtig für euch, dass ihr das am Anfang mitbekommt und wisst, worüber ihr denn redet, wenn ihr auch im Verein das Thema irgendwie neu anschiebt. Nicht jeder Verein oder Vereinsvorstand ist ja gleich hellauf begeistert, wenn einer um die Ecke kommt und sagt, wir brauchen unbedingt einen Social-Media-Kanal, sondern es kann ja da auch die ein oder anderen Vorbehalte geben. Also wir haben hier ein digitales Medium oder eine Methode, die es den Teilnehmern oder entsprechenden Nutzern die Möglichkeit gibt, ermöglicht, sich im Internet zu vernetzen und Inhalte zu erstellen oder auch auszutauschen oder weiterzugeben. Die kurze Definition haben wir aus dem, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Social Media Wikipedia rausgenommen. Denn auch in Wikipedia vernetzen sich ja Leute, weil mehrere Leute an dieser Enzyklopädie eben schreiben und dort Informationen zusammenstellen. Sehe ich gerade, dass die Katrin aufploppt. Ich mache trotzdem erstmal weiter und die Katrin steigt dann vielleicht einfach ein, wenn sie da ist. Die 16- bis 64-Jährigen verbringen im Durchschnitt 1,33 Stunden täglich in den Social Media. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Katrin! Mensch! Endlich! Ja, super. Dann, ja. Katrin, du hast gar nicht so viel verpasst. Ja. Du hast wahrscheinlich jetzt schon Blut und Wasser geschwitzt. Ja, ein bisschen. Ich würde sagen, ich mache diese eine Folie fertig und sehr gerne. Dann lassen wir die PowerPoint dort an der Stelle bei mir auf dem Rechner laufen. Ja, genau. Ich klicke entsprechend weiter, wenn du die Folie zu Ende hast. Das müssen wir dann jetzt über diese Ferndiagnose machen und müssen es nicht hin und her schalten nochmal und können es einfach durchmachen. Ich war gerade dabei zu erzählen, Vera? Ich gebe noch einen kleinen Hinweis. Falls deine Internetverbindung instabil werden sollte, Katrin, dann mach einfach das Video aus, weil dann kann man dich immer noch hören. Das ist besser, als wenn man dich wieder ganz verliert. Alles klar, danke. Okay, ich schalte mich dann wieder ab.
Vielen Dank, Vera. Danke, Vera. Gerne. Dann, und selbst wenn die Katrin jetzt gleich dann doch nochmal wieder erwartend ausfallen sollte, wir haben es ja jetzt schon getestet, es funktioniert auch so erstmal. Aber schön, Katrin, dass du da bist. Wie gesagt, ich mache gerade diese zwei Sätze zu Ende auf der Folie und dann darfst du in deiner Präsentation auch wieder einsteigen und kannst dann entsprechend auch die Inhalte noch viel, viel besser darstellen, als ich das kann. Vielen Dank, Dominik. Ja, in Deutschland haben wir 38 Millionen aktive Social-Media-Nutzer. Bei rund 80 Millionen Einwohnern könnt ihr euch vorstellen, wie viel das sind, wie viele Leute das dann tagtäglich nutzen. Und die Social Media werden immer bedeutender in der täglichen Nutzung. Das zeigen nicht nur die Zahlen vorneweg schon, also die durchschnittliche Nutzungsdauer von 1,33 Stunden oder auch die insgesamte Zahl von 38 Millionen, sondern wenn ihr mal auf euch selbst schaut oder als Beispiel von mir, während meines Studiums, das liegt jetzt schon Studienbeginn, 16 Jahre zurück, 17, so alt bin ich schon mittlerweile, 17 Jahre zurück, dass man da in den Anfangsjahren, ich glaube 2005, kam StudiVZ hoch. Dann kam so ein bisschen, wer kennt wen, und Facebook lief so ein bisschen parallel. Aber was in den letzten Jahren an Social Media abgegangen ist, wie viele dazu kamen und wo man überall welche Nachrichten bekommen, das ist schon enorm, was die Bedeutung angeht. Nicht umsonst wird ein amerikanischer Präsident immer auch als aus der Twitter-Quelle zitiert und nicht irgendwie aus der Financial Times oder aus der New York Times oder aus irgendeinem großen Fernsehsender, sondern eben aus Twitter. Und auch in der Tagesschau oder in anderen Nachrichtensendungen findet ihr immer wieder die Hinweise, dass entsprechend Personen das über die sozialen Netzwerke eben geteilt haben und dort zuerst die Informationen preisgegeben haben. Also, Social Media bedeutet immer mehr in den einzelnen Leben und wir schauen dann mal auf die nächste Folie. Ich schau mal gerade, dass ich entsprechend die nächste Folie. Katrin, du wärst dann jetzt an der Reihe und darfst übernehmen und ich schaue, dass ich den Chat im Hintergrund eben mitverfolgen kann. Und dir fragen, falls irgendwas aufploppt, das ganz kurz noch. Solltet ihr Fragen haben, stellt die gerne im Chat schon mal. Ich versuche das dann so zu koordinieren, dass die Frage dann an die Katrin kommt. Klinke mich aber jetzt erstmal im Video aus, damit ihr entsprechend den Fokus auf die Katrin habt. So, Katrin. Ganz kurz noch eine Frage an dich. Hast du die Umfrage schon gemacht? Ja, habe ich gemacht. Soll ich dir die grobe Abfrage schon nennen? Oder? Gleich. Ich mache gerade erstmal die Einstiegsfolie hier. Gut, dann. Ja. Ich klinge mich aus. Katrin. Vielen Dank. So, auch von mir nochmal herzlich willkommen zum Webinar. Ich hatte leider ein paar technische Probleme, aber die sind ja zum Glück behoben und deshalb können wir auch jetzt starten. Genau, ich habe euch hier mal einen Überblick gemacht von verschiedenen Social-Media-Kanälen. Das sind 10 Stück und diese werden wir auch heute hauptsächlich besprechen. Ich stelle euch die ganz kurz mal vor. Also hier oben, ihr könnt meine Maus verfolgen, ist Instagram. Darunter ist LinkedIn. Der Vogel, das ist Twitter. Hier ist Facebook. Hier unten Pinterest steht auch dabei mit dem Logo. Hier oben ist YouTube. Darunter ist der Geist mit Snapchat. Rechts daneben ist Twitch. Hier ist Xing. Rechts oben ist TikTok. Und hier unten rechts ist, denke ich, den meisten bekannt, WhatsApp. Genau. Also der Dominik hatte ja eben die Umfrage mit euch gemacht. Dominik, du darfst dich auch gerne wieder einklinken und mir sagen, wie die Umfrage verlaufen ist. Dann kann ich nämlich direkt auf die nächste Folie weitergehen. Ja, also wir haben die hauptsächliche Nutzung liegt im privaten als auch bei Facebook, als auch in der vereinsmäßigen Nutzung bei Facebook und Instagram. Dann habe ich hier 2, 3 Twitter-Aktivisten gefunden, einen bei Snapchat und WhatsApp wurde privat angegeben. Wenn jetzt wahrscheinlich die Zuschauer gesehen hätten, dass wir WhatsApp
als Social Media bei uns in der Überblicksfolie haben, dann hätte wahrscheinlich jeder da drauf geklickt und gesagt, ah ja, ich nutze auch WhatsApp. Also das dazu, ich klicke mal die nächste Folie und du kannst es dann entsprechend von unserer Seite nochmal interpretieren und ausführen. Super, vielen Dank. Kommt. Also. Genau, hier habe ich eine Statistik für euch, die zeigt die Nutzung der Social Media Plattform der 16- bis 64-Jährigen im Dezember 2019. Wichtig ist, dass die Statistik nur in Deutschland ist, also es geht nur um die deutschen Einwohner. Und außerdem haben wir nur die Kanäle mit dabei, die wir auch heute besprechen. Sprich, es sind wie zum Beispiel der Facebook Messenger fehlt, der ist auch noch oben dabei. Genau, also wir haben nur die Kanäle dabei, die wir auch heute ansprechen. Der Dominik hat es eben schon gesagt, YouTube, Facebook und Instagram war bei euch mit oben dabei. Ihr seht an der Statistik, es ist in Deutschland nicht anders, es sind die meisten Nutzer. Auch WhatsApp, ich denke mal, so gut wie alle im Teilnehmerfeld werden WhatsApp haben, ist der Spitzenreiter. Nach Instagram fällt das Ganze ein bisschen ab. Dann folgt halt Pinterest, Twitter, Snapchat, was halt eher bei den Jüngeren in ist. Geht dann weiter mit LinkedIn, Switch, Sing und ganz zum Schluss TikTok, wobei man bei TikTok sagen muss, es ist ein neues Social Media und es immer mehr Leute nutzen dieses. Genau, das war es jetzt zur Statistik. Dominik, magst du einmal weiter drucken? Ja. Dazu vielleicht noch zu ergänzen, nochmal zu der Statistik. Anhand der Statistik kann man vielleicht schon sehen, anhand der Nutzerzahlen, welcher Social Media Kanal sinnvoll ist. Wie zum Beispiel Facebook nutzt ja sehr viele Leute, heißt, wenn ich einen Facebook-Account mit meinem Verein habe, kriege ich auch viele Leute mit. Ist dann bei TikTok eher weniger. Genau. Dann machen wir weiter mit den Zielen. Also, welche Ziele verfolgt ihr als Verein mit Social Media? Ganz wichtig finde ich, dass man als Verein Informationen geben soll. Heißt, man kann in den Social Media Kanälen die Neuigkeiten posten, man kann Erfolge preisgeben und das alles kostenlos und ohne großen Aufwand. Das sehe ich als ganz großen, wichtigen Punkt. Danach folgt die Kommunikation. Man kann halt durch die direkte Kommunikation mit den Fans die Chance geben, am Vereinsleben teilzunehmen. Sprich, ihr könnt sie einbinden durch Umfragen. Sie haben halt das Gefühl, sie sind mit dabei und können mitentscheiden. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Fans eingebunden werden. Ja, weiter geht's dann mit der Bekanntheit, dass man die steigert und das Image verbessert. Klar, umso häufiger man was postet, umso mehr Aufsehen erregt man, umso bekannter wird man. Ja, weiter geht's dann mit der Mitglieder- und der Förderentwicklung. Die Social-Media-Präsenz trägt halt dazu bei, dass man vielleicht auch Zielgruppen erreicht, an die man sonst nicht so gut rankommt. Oder auch, man kann halt auch Förderer für sich gewinnen, also Sponsoren. Das heißt, wenn man zum Beispiel nach dem Spiel, zum Beispiel eine Fußballmannschaft hat ein Spiel gespielt, Samstagabend, nach dem Spiel haben alle Hunger. Man bestellt zum Beispiel bei der Pizzeria, die im Ort ist. Das heißt, nach dem Spiel kommt die Pizza, wir machen ein Foto davon, was wir halt da bestellt haben, posten das Ganze in den Social-Media-Kanälen und verlinken zum Beispiel dann die Pizzeria drauf. So machen wir nochmal Werbung für die Pizzeria. Und die Sponsoren haben halt auch ihren Mehrwert davon. Ja, dann geht es weiter mit der Wertschätzung Ehrenamtlicher. Ehrenamtliche sind aus den Sportvereinen heutzutage nicht mehr wegzudenken. Und sie haben viel dazu beigetragen oder tragen dazu bei, dass es Vereine überhaupt gibt. Und deshalb sollten diese auch geehrt werden. Ja, was heißt geehrt? Sie sollten auf jeden Fall erwähnt werden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man seine Ehrenamtliche, zum Beispiel einmal im Monat sucht man sich einen Ehrenamtler raus, den stellt man vor, man nennt seine Aufgaben und gibt kurz an, was er zum Beispiel für den Verein schon alles gemacht hat. Genau, und der letzte Punkt ist dann die virale Verbreitung.
Ja, unter der viralen Verbreitung versteht man quasi die moderne Form der Mundpropaganda. Ist eigentlich ganz leicht erklärt. Das ist die Nachrichtenverbreitung. Man muss noch nicht mal eine Nachricht geschickt haben, damit es passiert. Es reicht meistens schon aus, wenn man einfach nur einen Beitrag liked, also auf Gefällt mir drückt. Das sieht dann jemand anderes und der Nutzer bekommt das dann angezeigt und so wird halt schon Aufmerksamkeit auf den Verein gelegt. Genau. So, das waren meine Ziele, welche man mit Social Media verfolgen sollte. Gibt es dazu Fragen? Dominik, wenn ja, klick dich bitte kurz ein. Ansonsten würde ich dann... Bis jetzt gibt es keine Fragen. Bis jetzt habe ich keine Fragen gesehen. Die Verbindung ist auch gut bei allen. Versteht ihr mich alle? Ja, ich verstehe dich zumindest gut. Okay, gebe mal davon aus, dass bei dem Rest auch so ist. Und dann kannst du entsprechend mit der Folge weitermachen. Wo so. Sind wir? Danke für die Rückmeldung. So, wenn jetzt die nächste Folie auch kommen würde. Da ist sie. Richtig? Jetzt ist sie bei mir auch. Genau. Wir haben gesagt, wir stellen euch heute ein paar Social Media Kanäle vor. Wir haben 10 Stück für euch rausgesucht. Ich mache jetzt einfach mal den Anfang mit WhatsApp. WhatsApp ist ein mobiler Nachrichtendienst, mit dem man Textnachrichten, Bilder, Videodateien, Standortinfos und Kontaktdaten austauschen kann. Man kann das zwischen 2 Personen machen oder halt in den sogenannten WhatsApp-Gruppen. Vereine können WhatsApp zur Informationsvermittlung nutzen. Ein Beispiel ist einfach die Koordination von Terminen oder man hat einen Ergebnisticker vom Spiel, was gerade läuft. Für die Leute, die momentan nicht beim Spiel vor Ort sein können. Man kann Veranstaltungen ankündigen. Also WhatsApp hat da viele Möglichkeiten. Ja, die Zielgruppe ist breit gefächert. Also sagen wir jetzt mal, von jung bis alt ist alles in WhatsApp dabei. Genau. Dann, Dominik, schreitest du bitte zum nächsten Social-Media-Kanal. So, weiter geht's dann mit YouTube. YouTube ist ein Videoportal, in dem User halt Videos hochladen, diese anschauen, bewerten und kommentieren können. Auch da ist die Zielgruppe breit gefächert, also von jung bis alt ist alles dabei. Gerade jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, finde ich, ist YouTube sehr wichtig. Dadurch, dass die Reichweite halt sehr hoch ist, sprich, man braucht keinen Account, um sich anzumelden, können halt viele Leute Videos sehen. Ein Beispiel ist gerade passend Corona-Krise. Die Vereine können ihre Sportangebote nicht an ihre Vereinsmitglieder weitergeben. Sprich, man könnte halt einfach einen Übungsleiter fragen, ob er vielleicht ein Video filmen könnte, bei dem er Übungen für seine Mitglieder präsentiert. Dieses könnte man dann in YouTube hochladen. Und so hat man halt wieder eine Bindung zu seinen Mitgliedern, trotz der Corona-Zeit. Und man hat, man kann den Mitgliedern etwas bieten. Genau. Unten rechts haben wir noch unseren Sportbund Rheinland-Account in YouTube. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aktuell haben wir jeden Montag, Mittwoch und Freitag laden wir ein neues Video hoch, die sogenannten Sportspiele-Tipps. Schaut einfach mal rein und über jeden Abonnenten freuen wir uns. Genau. Dominik, kannst du bitte nochmal weiter drücken? Genau. Wenn Fragen sind, schreibt sie gerne in den Chat. Dominik wird mir dann Bescheid geben. So, wir machen weiter mit Facebook. Was kann man mit Facebook machen? Man kann mit Facebook zum Beispiel Videos, Bilder, Texte, Orte posten. Also man kann mit Facebook ziemlich viel machen. Es ist ein Kommunikationskanal. Und besonders gut bei Facebook ist, dass man eine breite Masse an Nutzern hat. Heißt, es ist altersübergreifend.
sehr viele Leute nutzen Facebook und man kann auch viele erreichen. Ja, genau. Empfehlenswert ist es halt für Vereine aufgrund der Vielseitigkeit. Ja, mit Facebook kann man Veranstaltungen erstellen, man kann die Fans informieren, man kann Gruppen erstellen. Heißt, man hat eine riesen Bandbreite, was man alles mit Facebook machen kann. Genau, auch hier wieder einen kurzen Ausschnitt von unserem Facebook-Account. Auch da könnt ihr gerne mal reinschauen, was es so Neues gibt von uns. Ja, vielleicht habt ihr ja Ideen, die ihr auch umsetzen könnt oder genau, schaut einfach mal rein. So, dann gehen wir weiter zu Instagram, wo wir schon bei unseren Profilen sind. Auch hier seht ihr wieder ein Profil von uns. Genau, oben links ist die sogenannte Story. Dominik, vielleicht kannst du die gerade mal einkreisen. Genau, das ist die Story. Die kann man 24 Stunden sehen. Darunter ja, sind quasi die Informationen über die Person oder die Organisation. Und dann kommen halt unten die ganzen Beiträge. Genau, so ist Instagram aufgebaut. Wie ihr seht, ist Instagram zum Posten von Fotos und Videos kann man das nutzen, aber auch zu kurzen Beiträgen. Wichtig bei Instagram ist aber, dass die Bilder im Fokus stehen. Heißt, auf die Texte wird so eigentlich gar kein Wert gelegt. Die sind halt Nebensache. Ja, empfehlenswert ist Instagram für Vereine mit einer jungen Zielgruppe. Gerade ich spreche aus eigener Erfahrung. Auf Instagram sieht man ein Bild, man schnappt direkt Informationen auf, speichert diese und kann damit direkt was anfangen. Man muss nicht noch einen Text lesen. Das heißt, gerade diese Schnelle gefällt, sage ich jetzt mal, der jungen Generation, ohne halt groß sich was durchzulesen. Deshalb ist die Zielgruppe bei Instagram halt eher, sage ich jetzt mal, es sind halt eher die jüngeren Leute, die Instagram nutzen. Genau. Beispiel vielleicht noch, magst du noch einmal zurückgehen, Dominik? Genau, danke. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich sehe ein Bild von einer Veranstaltung, da steht das Datum drauf, dann der Ort und die Zeit. Heißt, ich gucke mir dieses Bild an, weiß direkt, was es geht, wann es ist und ich brauche mir nicht groß noch den Text durchlesen, so als Ergänzung dazu. Jetzt darfst du weitermachen. Genau, kommen wir zu Pinterest. Pinterest ist nicht so bekannt, vielleicht sagt es manche gar nichts, einige kennen es vielleicht. Pinterest ist eine digitale Pinnwand für Fotos, Videos, Grafiken und Anleitungen. Was kann man mit Pinterest machen? Also im Vordergrund von Pinterest steht ganz klar die Inspiration und das Entdecken. Vorwiegend ist die Zielgruppe eher die jüngere Generation und das weibliche Geschlecht nutzt Pinterest häufiger als die Männer. Was nutzt Pinterest eigentlich ein Verein? Als Beispiel habe ich hier zum Beispiel einen Karnevalsverein. Die haben neue Kostüme geschnäht und wollen anderen Leuten halt ihre Idee weiterleiten und laden dann halt auf Pinterest die Anleitung zu den Kostüm hoch und mit Bildern. Und so gibt es auch wieder Mehrwert für andere Vereine. Heißt, die können davon profitieren. Genau. Das zu Pinterest. Gibt es bis jetzt Fragen, Dominik? Ich klicke mich mal ganz kurz ein. Elisabeth, du schreibst gerade nächste Folie, Fragezeichen. Habt ihr die Pinterest-Folie jetzt gesehen oder nicht? Mal ganz kurz gefragt in die Runde. Ja, okay, die Folie war da. Okay. Herr Stieling, der auch bei dem Seminar von Willi Willig dabei war zum Thema, wie erstelle ich ein perfektes Video, Interview, fragte eben kurz so nach dem Motto, was kann ich denn mit Pinterest überhaupt machen? Er würde das nur so als Frauending kennen. Du hast es jetzt schon erklärt, wie man es machen kann.
Karnevalsvereine oder ja, Showtanzgruppen, die ihre Kostüme geschneidern, die können diese Anleitungen beispielsweise weitergeben und so sich vielleicht Anleitungen bei anderen holen oder aber auch ihre Ideen weitergeben. Und dann gibt es sicherlich noch viele andere Dinge, die die Leute entsprechend da auch teilen können. Du hast es ja gesagt, Inspiration und Entdecken ist das eine. Wenn jemand mal irgendwie eine Dekorationsphase irgendwie für Jubiläum irgendwie reingeht oder für Karnevalsveranstaltungen beispielsweise auch oder ein Sommerfest, dann kann er da ganz bestimmt ganz, ganz viele Ideen sich holen und vielleicht auch seine dann wiederum der Welt teilen. Genau. Nächste Folie. Ja, bitte. Genau. Weiter geht's. Nochmal bitte? Weiter geht's. Ach so, okay. Danke. Ja, dann machen wir weiter mit Twitter. Ja, bei Twitter können User halt telegrammartige Kurznachrichten, sogenannte Tweets, verbreiten. Twitter ist bei den Jüngeren eher unbeliebt. Ja, warum? Ja gut, bei Twitter sind viele Medienvertreter sehr aktiv und man kann sich mit ihnen austauschen. Heißt, ja, die Medien und die Journalisten sind sehr gut vertreten dort und ja, die regionalen, man kann halt so ganz leicht die regionalen Online-Medien erreichen. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der NR-Kurier oder der WW-Kurier. Aber auch Politiker sind oft auf Twitter unterwegs und den Politikern kann man dann als Verein ja, einen Überblick vom Vereinsleben geben. Und das ja, ist auch vielleicht nicht schlecht in manchen Dingen. Genau, auch hier haben wir wieder einen Ausschnitt von euch, von uns aus unserem Twitter-Account vom Sport vom Rheinland. Vielleicht könnt ihr ja auch da mal reinschauen. Genau, dann geht es weiter mit Snapchat. Hatten wir eine Umfrage auch, dass es Nutzer gibt, ja, die Snapchat benutzen. Ja, was kann man mit Snapchat überhaupt machen? Man kann Videos und Fotos versenden. Diese sind aber nur kurz sichtbar. Aber außerdem gibt es noch die Funktion der Stories. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Ja, die Nutzung ist ausschließlich von Jugendlichen und die Snaps wirken halt authentisch und persönlich. Heißt, man holt sich gerade das Handy, macht ein Foto von, schickt es weiter. Es ist halt ohne drumherum. Man macht es einfach halt auch mit dem Gedanken, okay, die andere Person sieht es nur kurz. Ja, was kann man mit Snapchat machen als Verein? Man kann halt auch wieder einen Einblick ins Vereinsleben geben und das Ganze halt in Echtzeit. Dadurch wird das halt, wie gesagt, authentisch und persönlich. Zu der Sache mit den Stories. Ja, die Vereine ja, bevorzugen momentan eher Instagram, da das Alleinstellungsmerkmal der Stories halt von Snapchat verloren gegangen ist. Deshalb sind halt viele Vereine auf Instagram aktiv, nutzen da diese Funktion und Snapchat wird dann eher hinten angestellt. So, jetzt geht es weiter mit LinkedIn und Xing. Nein, es sind, also die gehören nicht zusammen, es sind zwei Karriereportale, die sind Konkurrenten. Und diese Business-Netzwerke haben aktuell ähnliche Nutzerzahlen, wobei LinkedIn zuletzt stärkere Wachstumsraten hat. Ja, was kann der Verein überhaupt mit diesen beiden Business-Accounten machen? Der Verein kann halt als Media zum Aufbau, zur Pflege und zur Kommunikation von Geschäftskontakten nutzen. Insbesondere sind da Sponsoren, spielen da eine große Rolle. Ja, und es ist halt, ja, viele Vereine, beziehungsweise eine überschaubare Anzahl von Vereinen nutzt aktuell nur diese Medien. Also ich würde das so begründen, dass wenn man zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter sucht, dass die Leute halt dieses eher in Facebook machen, weil dort die Reichweite viel größer ist und viel mehr Leute Facebook haben als auf den Kanälen wie LinkedIn oder Xing. Deshalb könnte ich mir halt vorstellen, dass diese ja, Kanäle halt ersetzend wirken, im Gegensatz jetzt zu Facebook. Ja, das dazu. Jetzt geht es weiter mit Twitch.
Ja, Twitch ist ein Livestreaming-Videoportal mit dem Schwerpunkt E-Sport. Ganz klar ist die jüngere Generation da die Zielgruppe. Viele vergleichen auch Twitch mit YouTube. Was kann man überhaupt mit Twitch machen? Also man kann halt die Zuschauer, was kann man mit Twitch überhaupt machen? Die Zuschauer haben halt die Chance, sich mit dem Streamer zu identifizieren. Heißt, sie fühlen sich mit ihm verbunden. Aber auch kann man Live-Übertragung mit der Chat-Funktion ermöglichen. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied zu YouTube. Da kann man das nicht mit der Chat-Funktion machen. Auch hier nutzen sehr, sehr wenige Vereine momentan noch Twitch. Genau. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Social Media. Das ist TikTok. TikTok kommt aus dem asiatischen Raum. Und bei TikTok kann man halt selbst gedrehte Videos mit Musik untermalen. Die Zielgruppe ist sehr, sehr jung. TikTok kann man sich bereits mit 13 Jahren runterladen und die meisten Nutzer sind unter 23. Ja, die Frage ist, was man mit TikTok als Verein machen kann. Man kann den Fans exklusive Einblicke gewähren. Sprich, man kann ihnen Videos von den Spielern schicken, von den Fans, von den Mitarbeitern. Man kann durch das Stadion gehen und dort Videos den Nutzern präsentieren. Aber auch hier haben die Videos eine sehr hohe Reichweite, da man auch ohne Account die Videos sehen kann. Genau, das waren jetzt unsere 10 Social-Media-Kanäle, die wir euch vorgestellt haben. Gibt es bis jetzt noch Fragen? Nee, bis jetzt keine Fragen. Ich würde noch ganz kurz nur ergänzen. Also ich glaube, das kann eine spannende Sache werden bei TikTok, wenn man da weiterhin keinen Account braucht, um Inhalte zu sehen, kann das eine lustige oder eine Sache werden, die Leute unterhält. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass bei vielen Kanälen die Unterhaltung an Nummer 1 steht und erst später die Information kommt. Facebook ist da ganz klar ja zu nennen als quasi Infotainment, also informationsgebender Kanal und unterhaltender Kanal. Bei Instagram, Katrin, du hast es schon erzählt, da geht es schon mehr in die Unterhaltung auch rein. Da wird zwar auch über Bilder direkt noch versucht, Informationen weiterzugeben, aber es hält sich schon in Grenzen. Und bei TikTok oder Snapchat, da geht es halt noch weiter in diese Entertainment-Funktion oder in diesen Entertainment-Charakter rein, die sozialen Netzwerke teilweise auch haben und uns ja entsprechend unterhalten und die Leute ja vom klassischen linearen Fernsehen ja auch wegziehen, weil wenn ich da 1,33 Stunden dran sitze, kann ich diese 1,3 Stunden nicht noch zusätzlich vor dem klassischen linearen Fernsehen sitzen. Gut, die Sarah hat noch einen netten Hinweis reingeschrieben, dass zum Thema Pinterest, dass man da auch besonders viele Bastelideen für Kinder findet, also für einen Jugendausschuss oder für einen Jugendvorstand, für eine Jugendfreizeit, ist das sicherlich an der Stelle auch nochmal eine Möglichkeit, da reinzuschauen. Man muss ja auch nicht immer in allen Netzwerken aktiv sein, also produzieren gewissermaßen, Inhalte präsentieren, sondern man kann ja auch dort aktiv sein, indem man einfach nur konsumiert und wie die Sarah geschrieben hat, die Ideen einsammelt, dann für sich selbst nutzt und dann eben weiterschaut, genauso wie viele das ja in Facebook auch machen. Da sind ja ganz, ganz viele eben, die nur konsumieren und man geht davon aus, dass rund 10% der Facebook-Nutzer Content produzieren. Also sieht man eine große Spanne zwischen den beiden Zahlen. Gut, dann Katrin, darfst du, ich blätter dir auf die nächste Folie und du hast wieder das Wort. Danke. Jetzt kommen wir zu den Tipps in der Nutzung mit Social Media. Ich habe hier einfach mal ein paar Schlagwörter in die Präsentation gebracht. Die werde ich jetzt einfach noch erläutern. Wir fangen an mit der Zielgruppe. Genau, die Zielgruppe haben wir schon im Webinar gelernt, die ist sehr wichtig. Man sollte die Gewohnheiten und die Interessen von ihnen, von der Zielgruppe kennenlernen, welche Themen sie ansprechen und wann sie online sind. Genau, weiter geht's dann mit den Zielen.
Was möchtet ihr überhaupt mit eurem Social-Media-Kanal erreichen? Das ist quasi die wichtigste Frage. Wollt ihr Mitglieder gewinnen oder wollt ihr den Bekanntheitsgrad erhöhen? Also setzt euch da wirklich feste Ziele, die ihr erreichen wollt und kontrolliert diese auch. Weiter geht's dann mit dem Content. Was ist ein Content überhaupt? Ein Content ist quasi ein Redaktionsplan. Da könnt ihr halt eure Inhalte zusammenstellen und ihr entwickelt halt dann diesen sogenannten Redaktionsplan. Momentan bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich bin die Auszubildende des Sportbundes, das hätte ich zu Beginn dann noch gesagt. Und wir in der Öffentlichkeitsarbeit, also die Mitarbeiter, wir treffen uns immer am Montag und setzen uns zusammen und besprechen quasi unseren Contentplan. Heißt, wir haben dann eine Excel-Tabelle, in die wir dann unsere Themen reinbringen und auf welchen Social-Media-Kanälen wir sie dann veröffentlichen. Genau. Dann geht es weiter mit den Verantwortlichen. Wichtig ist, dass ihr euch auf jeden Fall festmacht, welche Person für das Teilen oder wer für Social Media fest ist, zuständig ist. Sprich, es sollten nicht zu viele sein, sonst gibt es halt unübersichtlich. Also sonst wird das Ganze halt unübersichtlich. Heißt, sucht euch ein paar Leute aus, macht mit denen zusammen den Content und diese werden dann halt auch die Inhalte veröffentlichen. Nicht, dass es halt dann irgendwann zu Doppelungen kommt oder ihr vergisst halt irgendeinen Beitrag zu veröffentlichen. Ja, die Reaktion, ganz wichtig, regt Diskussionen an, reagiert auf Kommentare, interagiert mit euren Fans. Ja, das ist halt wichtig, dass ihr kein Einwegkanal seid und dauerhaft eure Fans beschallt. Heißt, interagiert mit ihnen, zeigt ihnen, dass ihr da seid. Lasst sie am Vereinsleben teilhaben. Ja, die Netzwerkstrategie, sind wir eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Wählt die Zielgruppe aus, wählt die Kanäle aus, auf denen eure Zielgruppe am aktivsten ist. Heißt zum Beispiel Instagram, haben wir eben gehört, ist halt eine gute Möglichkeit, um Jugendliche für sich zu gewinnen. Heißt, wenn man in Sachen Mitgliederentwicklung besonders bei Jugendlichen Fortschritte erzielen will, postet man in Instagram halt was und hofft dann darauf, dass die Jugendlichen davon mitbekommen und so halt Mitglied im Verein werden. Weiter geht's dann mit den Hashtags. Hashtags werden immer wichtiger und sie haben einen großen Wiedererkennungswert. Sie erleichtern die Suche auch außerhalb der Social-Media-Kanäle. Ein gutes Beispiel ist momentan unsere Sportspiele-Tipps. Wie gesagt, die laden wir ja dreimal in der Woche hoch. Ich habe vorgestern mal ausprobiert und zwar habe ich in Google dann einfach den Hashtag Sportspiele-Tipps eingegeben. Und man kam dann direkt auf YouTube und halt auf die Videos. Heißt, durch die Hashtags erlangt man halt Aufmerksamkeit und halt auch eine große Reichweite. Heißt, benutzt öfter mal Hashtags, die gleich sind. So habt ihr halt auch einen hohen Wiedererkennungswert. Genau. Weiter geht's dann mit der Qualität. Ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr die teuerste Spiegelreflexkamera kaufen sollt. Handy mit einer guten Kameraqualität reicht da meist schon aus. Ich meine damit, dass ihr vielleicht nicht direkt das erste Bild nehmt. Heißt, ihr schießt ein paar Fotos, zum Beispiel von einem Spiel, worüber ihr berichten wollt. Aber guckt euch bitte die Bilder vorher nochmal an, bevor ihr die hochlädt. Heißt, ich nehme nicht direkt das erste Bild und veröffentliche es, sondern schau halt danach, dass es halt nicht verschwommen ist und dass die Qualität halt gut ist. Heißt, auch ohne teures Equipment kann man halt auch eine gute Qualität erzielen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass die Veröffentlichung in Social Media genauso wie zum Beispiel in Zeitungsartikeln unter das Urheberrecht fällt. Das ist jetzt hier kein Rechtsseminar. Ich will einfach nur auf die DSGVO hinweisen und damit sagen, dass alle Social-Media-Kanäle auch einen Haken haben.
Genau. Und zum Schluss noch die Erfolge. Genau, man will natürlich auch sehen, was man geschafft hat. Heißt, beobachtet eure Erfolge. Achtet auf die Followerzahlen, guckt auf die Interaktion. Es muss nicht sein, dass ihr zum Beispiel 10 Fans habt. Also es ist nicht gut. Nochmal, ich fange nochmal neu an. Es kommt nicht auf die Anzahl der Fans drauf an, sondern auf die Interaktion. Heißt, ihr habt zum Beispiel 10 Fans, die liken aber nichts. Die teilen nichts, die sind einfach nur, sage ich jetzt mal, aktive Nutzer, ja, widerspricht sich ein bisschen, heißt, die interagieren nicht mit euch. Aber dann habt ihr einen Fan, der ist ständig am Teilen, ständig am Liken. Diese sind am wichtigsten. Heißt, es kommt nicht immer auf die Anzahl an, sondern halt die Interaktion steht im Vordergrund. Genau, das waren jetzt so die Tipps, die euch bei der Social-Media-Arbeit helfen können. Habt ihr dazu noch Fragen? Ich gucke gerade mal rein, ob was aufgelaufen ist. Aber erstmal noch nicht. Nö. Also wenn ihr irgendwas habt, schießt es euch mal raus. Wenn ihr jetzt auch sagt, oh, da brauche ich noch mal eine kurze Erklärung oder da hätte ich gerade gerne noch 2 Sätze mehr, gebt uns gerne noch mal die Info dazu. Dann schauen wir, wie wir euch da jetzt noch helfen können. Denn ihr solltet jetzt hier auch nicht rausgehen und sagen, so, oh, jetzt hat er ja unsere Frage nicht beantwortet oder jetzt hat die Katrin unsere Frage nicht beantwortet. Wir hätten da noch eine gehabt, dann schießt das gerne raus. Wenn keine Fragen da sind, nehme ich das jetzt auch einfach mal als Gute hin. Denn, Katrin, wir waren uns ja im Vorfeld ja auch einig, das ist ein absolutes Grundlagenseminar, einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Was gibt es denn überhaupt alles an Social Media? Und wo nutze ich und wie nutze ich das Ganze? Jetzt ist noch eine Frage reingeploppt, Katrin. Vielleicht hast du es auch gerade gelesen. Diese Regeln zur Nutzung von Hashtags oder spezielle Tipps. Welche Hashtags nutzen wir denn beim Sportbund da zum Beispiel? Kannst du da vielleicht was kurz erzählen? Genau, also wir haben zum Beispiel den Hashtag Sportbund Rheinland. Dann haben wir noch den Hashtag Wir bewegen Menschen. Das ist unser Motto quasi. Heißt, nehmt irgendwas, wo ihr halt, genau, Dominik zeigt euch im Hintergrund, wo ihr halt euren Verein mit verknüpfen könnt. Außerdem haben wir noch unser Jahresmotto zusammen Sport machen und Sportmacher als Hashtags. Diese verwenden wir in quasi jedem Beitrag, um halt diesen Wiedererkennungswert zu haben. Und ja, wenn wir zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch schon auf unserer Facebook-Seite oder in YouTube gesehen, wir haben, ja, wenn, sage ich jetzt mal, die Saison wieder dran ist, haben wir immer den Sporttipp am Wochenende hochgeladen. Heißt, da hatten wir dann immer, also kurz zur Erklärung, der Sporttipp am Wochenende, das sind 4-3 Sporttipps und ein Aktivtipp, bei dem wir halt auf Veranstaltungen hinweisen im Sportbund Rheinland von unserem Verein. Und da hatten wir halt zum Beispiel immer den Hashtag dabei, Sporttipp am Wochenende. So hatten wir halt auch wieder einen Wiedererkennungswert, wie zum Beispiel bei den Sportspiele-Tipps jetzt. Genau. Dominik, hast du noch was ergänzend dazu? Ja, ergänzend dazu, weil die Sabine ja auch speziell nochmal fragte, gibt es spezielle Regeln, wenn du, falls du da irgendwie in rechtliche Dinge abhebst, da gibt es keine Regeln. Solltest jetzt nicht unbedingt die neuesten, ungeschützten Markenbegriffe irgendwie nutzen. Allerdings seht ihr das ja auch, wenn ihr in Instagram beispielsweise Posts von irgendwelchen Leuten seht. Mir fällt gerade einer bei mir im Freundeskreis ein, der postet immer seine neuesten Sneaker, die er gerade irgendwo gekauft hat. Und die verbindet er natürlich dann auch mit diesem Hashtag Adidas oder Sneaker oder Nike oder wer auch immer der Produzent dieses Sneakers ist. Wichtig wäre eben nur, wie Katrin es auch schon gesagt hat, dass ihr das regelmäßig nutzt und gewissermaßen unter euren Post einen Hashtag setzt, der vielleicht zuerst euren Verein verbindet, dass nämlich am Ende diese Suchfunktion greift, von der die Katrin vorhin schon mal erzählt hat,
Wenn ihr das nämlich bei den sozialen Netzwerken in der Suchfunktion oben eingibt, ob das Instagram ist, Facebook ist, Twitter ist, YouTube, egal, es funktioniert in allen, und ihr gebt diesen Hashtag ein mit Sportbund Rheinland, dann solltet ihr alle Meldungen bekommen, bei denen dieser Hashtag eben mit drin ist. Ja, und wir haben uns dann entsprechend überlegt, was verbinden wir noch? Unser Jahresmotto bzw. unser generellen Claim, wir bewegen Menschen, haben wir reingepackt. Vielleicht habt ihr da das eine oder andere, was ihr im Verein besonders rausstellen wollt, wo ihr sagt, das ist jetzt für uns auch so ein Motto oder so ein Verlauf oder irgend sowas. Also in die Richtung soll es gehen und Sabine schreibt, dass die Antwort auch gut war an der Stelle. Also keine speziellen Regeln, aber Tipps, wie gesagt, regelmäßig nutzen und immer auch die gleichen nutzen. Nicht die Schreibweise ändern, das ist auch ganz wichtig. Also nicht das eine Mal Sportbund Rheinland schreiben und das nächste Mal nur Sportbund schreiben und das nächste Mal SBR schreiben, also abgekürzt das Ganze, sondern immer gleich halten, damit das Internet oder die sozialen Plattformen das entsprechend auch finden. Gut. Weitere Fragen sehe ich gerade nicht. Sport gegen Corona, schreibt die Sarah noch von der Sportjugend Rheinland-Pfalz. Genau, das ist im Moment einer, der die Home-Workout-Videos darstellt. Die Sportjugend ist ja da auch immer unterwegs gewesen. Beispielsweise Sportjugend, deine Bewegung gab es auch mal als Hashtag. Oder, was fällt mir denn jetzt noch ein, was die Vereine oder Verbände... ein berühmter Hashtag war mal diese Sache zur Fußball-WM. Ich weiß nicht, ob es Russland war oder ob es Südafrika war. Da hat die deutsche Nationalmannschaft eben mit zusammen irgendwie einen Hashtag gehabt und hat die Vokale rausgelassen. Sah ein bisschen wirr aus, weil es dann eben nur ein ZS, Doppel M und N wurde. Aber auch das ist dann entsprechend ein Hashtag, der immer wieder gefunden wird. Im Sport findet man während Olympischer Spiele den Hashtag Wir für D, also Wir für Deutschland, um die deutsche Olympiamannschaft zu unterstützen. Also gibt es eine ganze Menge an Beispielen. Klickt euch da mal durch, schaut mal rein, was die Leute überall in ihren Posts verlinken, dann seht ihr ganz viele Beispiele. Katrin, magst du weitermachen? Ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Aber zurück ruhig weiter. Da ja, kommt ja noch einer. Ja, dann bedanke ich mich für eure Teilnahme. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es hat euch gefallen. Genau, wenn ihr doch noch Fragen habt, da stehen meine Kontaktdaten. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, telefonisch oder per E-Mail. Schickt sie einfach rüber oder ruft an. Genau, vielen Dank.